Welcome back to my channel. Thank you. Ich glaube, ich hatte von meiner Community noch nie so viel Anfragen für ein Video wie zu einem Pommes-Lifehack-Video. Ich habe überall nur Pommes gelesen. Pommes. Pow, pow, pow. Ihr habt quasi zu mir gerufen: Wir wollen fett werden. Und dafür bin ich ja der Spezialist. Ja, auf jeden Fall werde ich natürlich nicht die Herzen meiner Community, meiner Leute zerbrechen und das Video für euch drehen. Ja. Das mache ich jetzt. Wann denn jetzt? Also, was man alles so mit Pommes machen kann, außer sie ganz langweilig zu essen. So wie wir es sonst immer machen, ja, und ohne viel zu labern, würde ich mal sagen, let's begin! Ich glaube, ich muss in die Klapse. Mit die Pommes? Mit die Hotdog? Okay, warum schweißen wir es dann nicht zusammen, Mann? Willst du dir Pommes machen, aber hast keinen Bock, stundenlang an Kartoffeln herumzuschnibbeln? Dann habe ich für dich eine coole Lösung. Greife einfach zu einem Apfelschneider und schneide damit deine Kartoffeln in Stücke. Und du hast in Sekundenschnelle frische Pommes. Yeah! Wenn jemand im Krankenhaus liegt und man diese Person besucht, macht man dieser Person ja meistens eine Freude. Und zwar mit einem Blumenstrauß. Das ist halt so üblich auf dieser Welt. Wenn aber dein Kumpel im Krankenhaus liegt und du dann mit so einem Blumenstrauß ankommst. Yo, Bro. Hey. Thank you. Danke, Bro. Das geht natürlich nicht. Ich habe da eine andere Lösung. Gute Besserung! Ja, das war natürlich wieder nur ein Spaß-Lifehack. Lustig. Will you marry me? Na? Habt ihr Bock auf Blumen-Lifehacks? In der Zeugs mit einem Daumen. Ich kenne natürlich ein paar Blumen-Lifehacks, wo man denkt: What the freaking Blumen? Hast du noch ein paar Pommes rumliegen? Weiß nicht, was du damit machen sollst, dann schnibbel sie einfach klein und füge sie in dein Omelett hinzu. Okay, okay, bevor ich Ärger bekomme, das ist alles jetzt wieder ungesund. Deswegen machen wir jetzt was Gesundes.
Davon kannst du so viel essen, wie du willst. Und wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, die ich gerne esse, könnt ihr das dann so machen und sie essen gerne. Ja, Mann. Ihr wisst ja, ich habe eine Sucht. Ich habe darüber noch nicht so viel geredet hier vor der Kamera, aber ich habe eine Sucht. Und zwar liebe ich es, ja, Dinge in verschiedenen Farben einzufärben. Es ist raus! Puh! Oh, bei die Sucht. Ich habe das schon mit ganz vielen Sachen gemacht, das mache ich schon seit Jahren. Ich habe zum Beispiel Chips eingefärbt, bunte Popcorn, sogar ein Toast letztens. Und natürlich habe ich mich auch bei diesem Video gefragt, kann man bunte Pommes machen? Wir werden es ausprobieren. Es hat geklappt! Ja, Mann! Ich muss nicht auf Entzug. Puh, die Sucht kann weitergehen. Als nächstes machen wir Pozza. Pommes, Pizza, Pozza. Kalt jetzt, sorry. Jetzt machen wir die angeblich berühmteste, beliebteste Pommessoße der Welt. Und zwar kommt die aus Amerika. Wo sonst? Genauer gesagt gibt es die im In-N-Out Burgerladen. Da bestellt man sich Animal Style Fries. Und dann kriegst du da so leckere Pommes mit dieser berühmten, leckeren Soße, die wohl süchtig machen soll. Ich bin richtig gespannt. Ich werde das jetzt machen und dann mit euch natürlich zusammen probieren. So, ich bin jetzt gespannt. Oh mein Mann. Ich finde, er schmeckt mega, vor allem mit der Kombination vom zerschmolzenen Käse und den angebratenen knackigen Zwiebeln. I think I don't know. Jetzt zu einem Tipp, zu einem lebensnotwendigen Tipp. Denken later, danken später. Und zwar kennt ihr das, ihr bestellt in einem Fastfood-Laden Pommes. Ihr bekommt so labbrige, mehlige, alte Pommes. Das ist eine Katastrophe. Dann geht man hin, beschwert sich. Na, so geht das nicht. Ich will hier frische Pommes. Ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Damit es dazu erst gar nicht kommt,
fragt ihr mal beim Bestellen nach ungesalzenen Pommes. Meistens frittieren die ihre Pommes, besalzen die und legen sie dahin und dann steht das da. Aber wenn du ungesalzene Pommes bestellst, müssen die es nochmal frisch machen. Dann kriegst du richtig frische, knackige, heiße Pommes. Dann kannst du dann halt das selber besalzen. Ja, das ist ein Lifehack, wie man immer frische Pommes bekommt. Das ist ein Lifehack fürs Leben. Kennst du Curly Fries? Nein? Doch, du kennst Curly Fries. Das sind diese Pommes in Spiralform, in lockiger Form, in Form. Du kennst das. Auf jeden Fall gibt es die nur in Fastfood-Läden und ich habe mir gedacht, oder ich habe mich gefragt, kann man die auch zu Hause machen? Und ich habe es probiert. Es hat nicht geklappt. Per Hand? Ah. Aber wenn du unbedingt mal zu Hause Curly Fries machen willst und nicht immer extra raus willst, dann kauf dir so einen Spiralizer wie diesen hier. Und ich weiß nicht warum, aber in dieser Curly-Form schmeckt es einfach, ich würde mal sagen, so fünfmal besser. Fünfmal besser. Probiere it. Wenn du mit diesem Spiralizer die Kartoffeln spiralisierst, wenn das so ein Wort ist, dann, ja, dieses Ende hat dann so eine Pilzform. Aus diesen Dingern machen wir jetzt Pilzpommes, also Pommes in Pilzform. Yeah, Digga. Yeah. Gefallen euch diese Food Life Hacks? Dann zeig's mir doch mit einer Faust nach oben. Bam! Oh, mit einer Faust nach oben. Und ich weiß es. Was war euer Favorite vom Video? Kommentiert es mal in die Kommentare. Folgt mir doch noch hier, Instagram. Und hast du mein letztes Video gesehen? Da habe ich ein freaking Auto verlost. Ein Auto. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier am Schluss. Die meisten von euch sind bestimmt schon weg. Die wahren Fans, die wahren Zuschauer sind gerade noch hier. Hi! 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 Wie geht's? Hättet ihr mal Bock auf einen Vlog? Schreibt mal alle ja! Wir hätten gerne einen Vlog. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und dass ihr den Vlog sehen wollt. Und dann drehe ich mal wieder endlich einen Vlog. Das wäre, glaube ich, erst mein zweiter. Schämen sollte ich mich dafür. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video wieder. Danke, dass du bis hierhin ausgehalten hast. Wow! Ich muss in die Psychiatrie. Ciao. 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 Oh. Nein, kein Knutscher. Ciao. Oh. Pervers.